Ho, ho, ho und ja, willkommen zu einem neuen Adventure von und mit mir, Bobby. Und ja, das ist Adventure Nummer 2 und die Sounds sind ein bisschen leise. Geht's jetzt? Naja, anscheinend nicht. Keine Ahnung. Werden wir noch sehen. Also, das ist eine Map gebaut von hab's gleich. Nee, das steht hier nicht, oder? Also entweder ich übersehe es gerade oder es steht hier nicht. Jedenfalls, der heißt irgendwie COXTH. Ja, hallo an dich. Moment, ja, gerade hier Kerzen, so. Das ist das Minecraft Texture Pack, die Winteredition von der Honeyball. Funktioniert endlich mal. Moin, egal. Und es gibt hier eine Textdatei dabei, die halt enthält Quests und Dialoge. Halt enthält, ja, gutes Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache. S1. Es steht für Storyline. Mutter. Oh, mein Sohn, wo möchtest du denn hingehen? Okay, ich glaube, das ist viel zu hoch. Also. Oh, mein Sohn. Noch einmal. Oh, mein Sohn, wo möchtest du hingehen? Ach ja, es stimmt. Viele Jugendliche gehen in deinem Alter von zu Hause weg, um das Abenteuer zu suchen. Es kommt mir vor wie gestern, dass du gerade deine ersten Schritte gemacht hast. Und nun, gut, in der Kiste findest du, was du brauchst. Am besten, du gehst zuerst nach. Ach so, gehst zuerst nach Gorm. Ich wette, da findest du etwas Interessantes. Wenn dir dein Abenteuer irgendwann zu viel wird, kannst du jederzeit zurück zu unserer Farm kommen. Davor waren übrigens Regeln. Ich lese sie mal kurz vor, nachdem wir diese interessante Storyline gelesen haben. Hier kurz die Regeln. Keine festen Blöcke platzieren. Fackel, Hebel etc. sind also okay. Keine Blöcke, außer du wirst darauf hingewiesen, abbauen. Feuer ist okay. Bitte mindestens auf Easy spielen. Ja, müssen wir gleich machen, schätze ich. Options, nein, ist sie auf easy. Bei Kisten, über denen ein Schild mit einem Texthinweis hängt, bitte nur das aus den Kisten nehmen, was dir in dem Dialog erlaubt wurde. Bitte immer den Anweisungen in den Dialogen folgen. Quests sind freiwillig und nicht zum Weiterkommen notwendig. Okay, das war jetzt das Let's Play und bis zum nächsten Mal, euer. Nein. Ja, zum Weiterkommen nicht notwendig. Du darfst keine Items direkt aus Dispenser nehmen. Schade, hätte ich gemacht. Zu deinem eigenen Besten, schlaf nicht in allen Betten, die du findest. Glaubst du? Nein. Denke dran. Selbst scheinbar zufällige Sachen können gewollt sein. Und die allerwichtigste Regel, hab Spaß. Ne. PS, es ist erlaubt, sich mit TMI, Too Many Items, ein Backup des Inventars zu machen und dies, wenn man chirpt, zu nutzen. Ah, habe ich hier gerade nicht installiert. Ja. Das war's. Was? Und Moment, oder? Moment kurz. Okay, da sind wir wieder bei Minecraften, beim Adventure. Ich habe kurz mal TMI installiert, also sollten wir uns mal ein Save machen. Lassen es Nacht werden. Und wieder Tag. Wow, wir sind so toll. Ja, mach ich mal weg. So. Und aus geht's. Wir sollten ja nach Boom. Da, 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 da. Ha, ich mache alles kaputt. Was haben die denn für Augen? Sind sie blind oder so? Der Regen schaut aus wie Schnee, das finde ich cool. Okay, die Schweinchen haben Stiefelchen und so. Ja, Zuckerschwänzchen natürlich. Und ich glaube, ich sollte mal den Regen ausmachen. Le Regen ist aus. Ich bin Gott. Da steht ein Schild. Mon, Mon. Ja, Anspielung auf Zelda finde ich cool. Ich liebe Zelda. Dürfen vielleicht einige wissen oder auch nicht. Eine coole Holzbrücke. Ein Lebkuchenweg, komme ich mir jetzt fast so wie vor wie bei Hänsel und Gretel. Und ich bin so intelligent, Moment. Kann ich gleich hier machen. Ich habe schon wieder die Musik vergessen. Wo waren das?
Da irgendwo. Nein, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Oder so. Es ladet. Ja, Musik muss laden. Meine Fresse. Moment, wo war ich? Ja, so, Wiedergabeliste und Let's Playlist. Habe ich so genannt. Machen wir mal irgendwas Fröhliches. Es gehört lauter. So, ich glaube, das passt. Oh, cool, Eisstadt. Schaut cool aus. Steht in der Gom. Da ist nichts. Da 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 da. Da 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 da. Leck. Wo ist ein S2? Ich suche gerade ein Schild mit Beschriftung S2 für Storyline 2, N2. S2. Tatsächlich, S2. Okay. Lesen wir mal wieder vor. Bibliothekar. Oh, hallo, was suchst du? Wie, du möchtest hier recherchieren? Nein, will ich eigentlich nicht. Es ist unüblich, dass sich Leute in deinem Alter für Bücher interessieren. Aber ich denke, die Bücher hier helfen dir nicht wirklich weiter, wenn du etwas Bestimmtes suchst. Wenn du mir das Buch, das ich dir beim Holzfäller vergessen habe, bringst, lasse ich dich im Keller in der Bibliothek suchen, okay? Warum zur Hölle habe ich mir das in die Playlist getan? N1, okay. So. N steht für Nebendialoge. Wobei das eigentlich zur Storyline gehört, schätze ich mal. Aber egal. Wo ist denn hier N1? BN. N1. Holzfäller. Was willst du denn hier? Wie? Du willst nach Gom? Nein, ich komme gerade von oben. Egal. Gut, wenn du dahin willst, kannst du das Buch mitnehmen, das dieser trottelige alte Bibliothekar hier bei seinem letzten Besuch liegen lassen hat. Ho, ho, ho. Nein, das steht da nicht da. Aber ich kann jetzt das Buch mitnehmen mit einem Frame. Oder zwei, ja, nehmen wir mit zwei Frames ein Buch mit. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade leckt. Okay, jetzt geht's mehr oder weniger. Gehen wir den epischen Kiesweg zurück entlang zurück, keine Ahnung. Und pflanzen wir mal. Nein, geht nicht. Das geht nicht, echt nicht. Oh, war, wir durften das ja nicht abbauen. Moment. So, ich habe nichts getan, habe ich.
Ich weiß selber nicht, was ich suche, aber ich hoffe auch, dass ich es finde. Spinni. Bibliothek auf. Ich dachte schon. Und hier, ja, hier ist überall Moos oder Hängeranken oder wie ihr das nennt. Okay, jetzt ist niemand da. Ah, die Musik mag ich auch, das ist awesome. Das war jetzt Fail von mir. Was ist denn da überhaupt? Ein Spawner und ein Zombie, cool. Wahrscheinlich kommt es so ein Weihnachtszombie in einem Weihnachtsmannkostüm. Wir wissen doch alle, dass es den nicht gibt, aber ja, Wayne und so. Sollte hier nicht irgendwo eine Schatztruhe sein? Der Schatztruhe. La 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 la. Oh, Schatztruhe, tatsächlich. Können wir die Monster ver... Ah, wir können jetzt das Obsidian-Tor anmachen. Müssen wir aber natürlich eine andere Musik reinhauen, als dieses fröhliche Gedudel von Zelda auf ihrer Panflöte, schätze ich mal. Ich glaube, ich gehe gerade in die falsche Richtung, aber... Oder auch nicht. Au! Oh. Nein, das ist alles richtig. Sprungbam! Copyright Hyuga. Bam, 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 schleicht. Ich bam, 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 geh, bam, bam. Okay, Moment. So, das muss jetzt sein. Nam. Hallo. Ich glaube, man muss auch da irgendwo raufgehen, dann. Her. Oh, 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 nein, 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 das wäre jetzt unschön. Warte. Ich hab's. Au, oh, au. Oh. Ja, tolle Idee. Wie immer. Also, load. Haben wir jetzt wieder alles. Ich frage mich, ob wir das Weizen da hinten auch abbauen dürfen, um Brot zu machen. Machen. Sprinten! Yeah! Bam! Und das Bein irgendwo dagegen stoßen. Ich zünde mal das hier an. Komisch, dass hier dann nicht der ganze Boden wegspritzt. Gücken, keine Ahnung. Sag jetzt nicht das Wort, das auf Gürken sich reimt. Warum brennt zur Hölle der Lebkuchenboden? Vein of Physics. Aua, 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 aua. Aua, Nigga. Aua, aua. So hast du das ja oder so. Ja, fröhliche Musik da herumdudelt, müssen wir um unser Leben fürchten. Aber was soll's. Da drüben ist auch schon Feuer, sehr schön. Ich glaube, hier sollten wir noch da und da auch. Und bei Possibility da auch. Ah, jetzt wird's um einiges übersichtlicher, sehe ich. Feuerzeuge brauchen sich anscheinend nicht auf. Ja. Was gibt's denn hier schönes? Enchantment Table. Ich will nur kurz wissen, wie der aussieht. Ich mach ihn gleich wieder weg. Oh, sehr weihnachtlich. Nicht. Normalerweise kann man den doch gleich abbauen, oder? Ja, Portal brauchen wir aber nicht.
Ach, das ist diese Erde da, die so ausschaut wie ein Geschenk. Und das ist TNT. Ja, damit bewerte ich dann die Map. Das wird lustig. Aber ich brauche zuerst mal ein Werkzeug, um das da abzubauen. Das da wegzuschmeißen, wohin auch immer. So. I'm having an idea. I'm having another idea. To support the Verbrennung of these Dingens. Oh cool. Meinte ich wieder heller machen. Damit ich das zerstören kann. Oh. Das sollte ich bei Gelegenheit auch wegschmeißen. So. Dann anzünden. Mist. Ich kann halt nicht singen. Das wäre auch ziemlich peinlich, wenn ich perfekt singen könnte. Finde ich. Bam! Oh, Mist. Egal. Also der Dingspenser ist weg. Nicht Dispenser, der Spawner, genau. Hier gehen wir wieder in dem Eck hindurch. Hoch, nicht durch. Und laggen herum in der Bibliothek. Oh yeah, lag Party, aha. Nee. Ich glaube, das hier ist ein bisschen abgebrannt, aber ich bin mir da gerade nicht so sicher. Selber schuld, wenn er die ganze Zeit sein Leben nur in Bücher investiert. Ich glaube, ich sollte mal die Musik anders machen. Mal gucken. Also. Nehmen wir irgendein mysteriöses. The Binding of Isaac. Okay, so gut passt das jetzt auch wieder nicht, aber wie gesagt, Vain. Noch ein Buch. Und noch ein Too Many Items Save. B1 steht wofür? Ich will einfach mal eine bessere finden. Wo gibt's? Nein, nicht so ganz. Ja, das, doch das. Nehmen wir mal, während ich so mysteriös lese. Das war B1, oder? B steht für Buch des Forschers. Willkommen in der Hölle, Reisender. Nein, nicht nur, weil das die Hölle ist, sondern weil das die Hölle ist. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Nun ja, seit ich hier in der Unterwelt festsitze, hatte ich genug, mehr als genug Zeit, die Hölle oder den Nether, wie dieser Ort in den Legenden genannt wird, zu erforschen. Ich hoffe, meine Aufzeichnungen über die Welt unter den Füßen der Menschheit werden dir helfen. Gezeichnet Professor Dr. N. Aether. Ich glaube, sein Vater hat auch Aether geheißen. Ah, nein. Da unten ist so ein Schweinchen. Mit einem Feuerschwert. Das war gerade komisch. Aha. Also das ist der Netherrack. Und warum ist dann die Lava nicht weiß? Also das passt irgendwie nicht ganz so. Wenn da überall Schnee liegt, nur halt die Lava chillt da so herum. Und das... Ja, klar. Dieses Nyan Cat Lied wieder eingefallen. Ich glaube, wir haben da irgendwo was ver... Ja, tatsächlich. B2, also Buch des Forschers 2. Endlich hatte ich es geschafft. Aus den Materialien, die... Okay, da bin ich wieder. Sorry für die kurze Störung. Ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört, das Klopfen. Ich kann es euch verraten, man hat geklopft, tatsächlich. Oh mein Gott. Nein, ja, also weiterlesen bei B2. Wir waren... Genau. Endlich habe ich meinen Internetbrowser unabsichtlich aufgemacht. Ich bin auch intelligent, ehrlich. Also, endlich hatte ich es geschafft.
aus den Materialien, die ich aus der Oberwelt anschaffen konnte, die Glasbrücke und ein neues Portal fertigzustellen. Aber genau in dem Moment, in dem ich das Portal aktivieren wollte, ist GLaDOS aufgetaucht und hat mir einen Kuchen versprochen. Nein, ist mein Feuerzeug zerbrochen. Sinnvoll. Nein. Als ich in der Basis war, merkte ich, dass ich das. Nein, dass das erste Portal ausgegangen war. Ich scheine vom Pech verfolgt zu sein. Aber noch schlimmer, ich sitze für immer hier Tolle Geschichte. Ich glaube, ich sollte das mal anmachen. Warum schmilzt es nicht? Warum wohl? Wir sind hier gelandet in. Habe ich vorhin nicht Hänsel und Hänsel und Gretel erwähnt. Das scheint mir so ähnlich zu sein, dieses Lebkuchenhaus. Hänsel und Gretel. Ja. 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 Warum mache ich das die ganze Zeit? Ja. Ich könnte hier auch vielleicht ankündigen, oder vielleicht auch nicht, dass hier ein Boot steht. Und dass ich. Ah, nein, 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 Moment, Moment. Oh, der Kreativ. Oh, das war knapp. Ah, oh, meine Fresse. Wer ist so dumm und baut hier ein Boot hin? Und wer. Wer ihn. Solange wir weitermachen können. Also weder Creative Off von den Hintergrundgeräuschen nicht stören. Aha. Wir können noch fliegen im Creative. Im Survival. Nachdem wir auf Creative. Hallo Monsters. Ich will nicht mehr fliegen, Mann. Bist du dumm oder so? Wir landen. Das war gerade ein heftiger Fallschaden. Autsch. Und nochmal ein Fallschaden. Hier etwas finden, das eigentlich nichts ist. Oh. Die Frage. Ich glaube, ich sollte da runter. Moment, was passiert? Sarah Song. Oh mein Gott, so cool. Wie war der Weg durch den Wald? Bist du mich. Ach so! Ich könnte jetzt natürlich meinen 3DS auspacken und nachschauen bei Ocarina of Time, aber ich glaube, zuerst ging es nach rechts. Dann nach rechts. Ich habe Angst. Okay, doch nicht. Nach vorne wahrscheinlich nicht. Oh, tatsächlich. Dann ging es ein letztes Mal nach rechts, falls ich mich richtig erinnere. Und hier wahrscheinlich. Oh, doch noch links. Und hier. Au, du Nigger. Du Spaß-Tomat. Bist du dumm oder so? Warum wusste ich das? Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Hab schon alles wieder vergessen. Okay, so lang habe ich den Wald nicht in Erinnerung. Aber hier geht es anscheinend nach rechts. Das ist was für ein Nigger-Portal. Boah, ich bin so asozial heute, ehrlich. S4. Mitten im Fliegen. Ah, doch nicht. Hat nur so ausgeschaut. Ich will auch gar nicht sagen, nach was es ausgeschaut hat. S4, das ist. S4, das ist hier. Inschrift. Einst gab es einen Kontinent, der schwebte. Dieser Kontinent war bekannt unter dem Namen Levitatia, keine Ahnung. Aber mit den Generationen ging das Wissen über dieses Land voller Reichtümer vergessen. Viele mutige Abenteurer suchten nach dem Kontinent, aber niemand fehlte beim
Nur der rechtmäßige oder der link, nein, der rechtmäßige Träger des Goldschwertes vermag, das Portal zu diesem schwebenden Reich zu öffnen. Nun denn, mutiger Reisender, der dies liest, nimm das Schwert und teste, ob du würdig bist, das Portal nach Levitatia zu öffnen. Ich scroll mal wieder zurück, weil ich gerade nur die Hälfte in Erinnerung habe, was ich gelesen habe. Also wir brauchen ein Schwert und müssen irgendwas öffnen, das weiß ich noch. Jetzt schauen wir aus wie ein Pigment wahrscheinlich. Nur halt ohne Pick. Yeah, die Musik geht so ab, oh yeah. Ah, wir sind wieder da bei B2. Das ist jetzt voll die coole Musik, um gegen eine Glaswand, nein, zu rennen, wollte ich sagen, gegen eine Glaswand zu rennen. Und hier steht Goldhelm. Und was haben wir? Ein Goldschwert. Ja, das entweder hat der Designer hier beim Schild gefällt oder ich beim Finden der Questobjekte. Den Heiligenstein, aha. Oder rechtmäßige. Ah, Goldschwert. Ah, cool. Ah, Goldschwert. Ah, cool. Ah, Goldschwert. Ah, cool. Und wozu sind wir hier? Also wir schauen mal immer in die Truhe bei. Ah, da ist eine Crafting-Kiste. So wie bei Skyrim. Ich guck da immer in die Truhe. Weil du seit kleinen Potten Musik, ja! Yeah! Nein, das war gerade Zeit. Ja, nein, ja, ich melde sogar jetzt. Das dürfte kein sein. S5. Sultan! Ach, warte, hier steht der. Ah, jetzt habe ich den Namen gefunden. Ja, COXTH steht da. Der Macher dieser Map. Also, Storyline Nummer 5. Jetzt, nein. Das ist 6. Ich will aber nur 5. Ja, genau. Sultan, sei mir gegrüßt, Reisender aus fernen Landen. Was ist denn dein Begehr? Du suchst nach dem Goldteil. Er ist ein uraltes Relikt, das seit Jahrhunderten in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Dein Herz und deine Absichten scheinen rein zu sein. Der Helm befindet sich in den Katakomben. Gehe und suche ihn. Wo sind die Katakomben? Und anscheinend sollte das eine Wüste sein, aber durch dieses Pack. Pack sieht der. Ah, fuck! Oh mein Gott. Puh, ich hab mich erschreckt. Aber durch das Texture Pack sieht der Wüstensand, die Wüste, der Sand, alles zusammen nach Schnee aus. Ich wette, der Eingang ist irgendwie. Oder da hinten beim Schild mit der Falle. N3. N sind neben Dialoge. N3, genau. Wache. Halt, stopp, jetzt rede ich. Nein, ist mir gerade so eingefallen. Nein, hier steht, halt, stopp. Ohne Erlaubnis des Sultans darf hier niemand hinein. Halt die Fresse. Er hat's mir doch schon erlaubt, Dominika. Ich bin so assi heute, ehrlich. Miep. Nein, nicht mit der Musik, bitte. Ich mach mir noch in die Hosen. Oh no, warte, die haben sie. Ja genau, greift euch bitte gegenseitig an, dann habe ich wieder gearbeitet. Du Depperter. Spinnst du, spinnst du, du spinnst. Halt die. Dann. Ja, nein, nein, nein. Geh
ihr habt sie alle eingehalten. Passt euch. Alle zusammen. Weil ich jetzt gestorben bin. Gestorben, hahaha. Wäre jetzt fast lustig gewesen, denke ich. Also machen wir mal Creative One, um dorthin zu fliegen. Oder so ähnlich. Ich habe noch nie Star Wars geguckt, muss ich zugeben. Aber ich kenne die Melodie, weil ich sie so geil finde. Superman fliegt durch den Glastunnel und schreitet zur Tat. Ich meine gar nichts. Ich meine, ich fehle gerade. Ich könnte ja auch Batman-Musik machen. Okay, jetzt aber da so dran, Digga. Haben wir jetzt wenigstens das da? Haben wir etwa unser Goldschwert weggeschmissen oder wie, wo, was? Ja, da darf ich rein. Also ich mache jetzt den Kerl im Creative, weil ich einfach zu schlecht bin. Ich muss es wirklich zugeben, ich bin viel zu schlecht im Umgang mit Monstern in Minecraft allgemein. Also das ist glaube ich schon fast berechtigt. Habe ich noch diese Blazer gehört. Bluser Lava. Sie sind grün aus irgendeinem Grund. Kollege, ich glaube, du hast irgendwas Verdorbenes gegessen. Moment. So, da. Hallo. Blazer must die. Ja, zünde mich an. Also wenn das Spiel schon weiß, dass ich in Creative bin, sollten das die Monster eigentlich auch wissen, aber... Ja. Hier Lava überall in der Deckauftrag. Egal. Einfach Tür zu machen und dann kann nichts mehr passieren. Golden Helmet. Den ganzen Kack, was wir uns entschieden haben und auf so schlechte Weise erlogen, das können wir ja hier lassen alles. Red. Ah ja, das haben wir auf legalem Wege bekommen, das weiß ich nicht. Also okay, weiter zurück geht's. Batman. Ach, scheiße. Lava Man. Er überlebt sogar die höchsten Temperaturen, aber nicht mal einen einzigen Zombie. Ich finde nicht Zombie. Zombie! Ich finde den Namen auch so gut. Hier haben wir alles. Fast alles zerstört. Okay, haben wir alles zerstört. Machen uns wieder Survival. Regen ist natürlich aus. Ich weiß, ich bin so ein schlechter Cheater, aber... Ja. Ich könnte auch natürlich auf Peaceful sterben. Nein, spielen. Das wäre noch viel lustiger, finde ich. Okay, haben wir uns auch ein Diamantschwert entschieden. Und so geht's zum Portal, wo man den goldenen Helm braucht. Ja? So, ich will wissen, was passiert, wenn man hier Time to Noon settet. Ja, mein Anglizismus ist auch der beste. Ich habe eh den Goldhelm. Ah, ich trage ihn gar nicht. Moment. Oh doch, ich trage ihn eh. Dann ist mehr Vayne. 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 Ich könnte ja auch alles anzünden mit meinem lägigen Feuerzeug. Ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit so verdammt failt. Ja, wieder Binding of Isaac. Was eigentlich hier die ganze Zeit schon spielt, nur halt ich das anscheinend nicht bemerke. Ist ja nur zu eurer Unterhaltung, nicht zu meiner. Mir ist es ja egal. Nicht. Es war natürlich ein Scherz. Ein schlechter. Schlechter, gemeiner Fail-Scherz. Es hat, glaube ich, ein kleines verdammtes Fail-Echo.
dieser Track? Oder kommt mir das nur so fail? Gibt's ja nicht. Oh, und da sieht man. Durch Eis sieht man kein Wasser. Aber so. Sieht man Wasser, ja klar. Nein, ich meine. Ist das da unten einfach eine trockene Pfütze? Ausgetrocknete Pfütze? Oder ist das wirklich wirklich heiß, dass man kein Wasser sieht? Also wir sehen uns mal in 3 Stunden. Nicht. Ihr müsst da zuschauen. Müsst ihr. Böse. Statistisch. Oh cool. Ah, das ist cool gemacht, finde ich. Wir haben Skills. Hup. Skills und da fangen wir einfach so gut. Ich bin so genial, ehrlich. So. Öpp. Ja, wir haben doch Skills. Teilweise. Ja, jetzt kommt jetzt ganz toll. Fail. Ich bin jetzt zu voll, um in Creative Mode zu schalten und einfach aufzufliegen. Ich faile das Ganze lieber noch einmal. Nein, nein, nein. Habt ihr nicht gesehen? Ich mach's eh gleich aus. Keine Sorge. So. Und. Hup. Hup. Das war gerade der Lag. Das habt ihr sicher auch gesehen. Das gibt's ja nicht. Also, ich starte von hier wieder. Weil ich so lag. Ich weiß nicht, warum es lag. Frag mich nicht. Nehme ich lieber über das. Ah, das ist der heilige Schein, muss ich sagen. So. Ja, und auf geht's zum nächsten Fail. Und lag. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, dass es. Warum zur Hölle lag das gerade so extremst? Das könnte mir auch mal einer erklären. Ist vielleicht in der Umgebung irgendwas mit ganz vielen Pistons oder so. Moment. Okay, laggt's jetzt weniger? Natürlich nicht! Okay, ich probiere mal, wie es ohne Musik ist. Es laggt immer noch. Vielleicht liegt es ja an der Umgebung, dass da irgendwas ganz Tolles, Großes ist. Ich weiß ja nicht. Also fliegen wir mal darüber. Weil das ist einfach unmöglich, mit dem Lag irgendwas jetzt zu machen. Ich frage mich nicht, warum das so ist. Die Antwort ist, ich weiß es nämlich auch nicht. Und was ist da? Eis, cool. Aber so sieht man das Eis nicht durch das Nether-Ding. Oh, jetzt auf einmal leckt es nicht mehr, obwohl der Nether viel größer ist, schätze ich mal. Was haben wir nochmal geholt? Ah ja, genau, den heiligen Stein. Von Abraham. Ja. Jetzt kommt sich hier irgendwas ganz, ganz Episches. Wie zum Beispiel da drüben ein Redstone-Teil. Ah ja. Und woher wusste er, dass wir den heiligen Stein bekommen würden? Ja, tolle Soundeffekte mache ich. Das sollte ich unterlassen, sonst klagt mich noch irgendwer an. Flieg! Oh, ich glaube, wir haben den heiligen, den fliegenden Kontinent gefunden. Rein theoretisch könnte man den auch über einen Wasserfall da entdecken, erklimmen, erfinden. S6, das sollte jetzt das Ende sein.
Nein. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Den Geheimnis vor. Nochmal. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft, den geheimnisvollen Kontinent Levitatia zu finden. In der Truhe findest du einige Schätze. Ich hoffe, die Map hat dir gefallen. Wenn nicht, würde ich mich über konstruktive Kritik freuen. Gezeichnet Coxth. Also Coxth. Nein, das ist ja, das braucht ja kein Mensch. Das ist, wer braucht das hier? Der braucht ja kein Mensch, ehrlich. Moment. Machen wir es auf dem einfachen Weg. Das ist kein fester Block, weil Truhen zählen ja auch als Teilblocks. Also T-I-L-E. Und weil sie halt beweglich sind und so also. Das ist kein fester Block. Nein, 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 nein. Nein, 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 stirb. Nein, nein, nein. Also doch, meine ich. Doch, stirb. Ja zu sterben und nein zu. Nein. Nein, 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 nein. Also, diese Map, die bis jetzt die zweite war und ich hier einen Apfel essen kann. Ja, Apfel essen ist echt episch. Bekommt eine gute Note. Ich weiß aber bis jetzt noch keine, noch nicht welche. Toter Busch. Wer hat ihn getötet und wer zur Hölle macht den Leck die ganze Zeit? Ich meine, ich habe hier jetzt nichts anderes offen auf meinem Fail. Also es ist gerade ein Frame, das sieht man. Zwei Frames, okay. Oh, jetzt geht's auf einmal. Ist wahrscheinlich wegen der Kuh, die ich vorhin runtergeschubst habe. Ich soll. Leck mich doch. Leck mich doch. Badum. Also, die Note bekommt ein. Sie war. Sie hatte keine Fehler, also keine, die ich zumindest entdecken gehabt hätte wollen würde. Und es war die längste, die mir bis jetzt jemand geschickt hat. Ich weiß noch selber nicht, was ich da für eine Note gerade baue. Aber ich schätze mal, es wird. Ja, das sage ich nicht. Das müsst ihr euch überraschen lassen. Das ist ja so ein Weihnachtspaket. Sie bekommt eine Null. Nein, natürlich nicht. Abgesehen davon, dass es die Note gar nicht gibt bei mir. Moment, ich muss da irgendwie hoch. Das wird jetzt ein Jump'n'Run. Let's play. The Note. Ich weiß nicht, ob es schon jemand erkannt hat. Das ist ein F. Also das ist ein B plus, wie man unschwer erkennen kann. Außerdem Schwein, das gerade in den Nether geht und wieder zurückkommt. Oh mein Gott, so schnell geht das. Und bis zum nächsten Adventure, Let's Play, whatever. Euer Bobby, kaboom! I believe I can lag.